In der Rolle von Hanagumori geht es weiter hier im großen Abenteuer, meine liebsten Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dafür. Und jetzt als Belohnung geht es natürlich weiter mit der Geschichte in der nächsten großen Folge von Hanagumori to Yosoda. In der Rolle von Imir hier, guckt euch das an, wie es erwacht. Wundert euch, wo Yosoda ist und hört die Stimme des Hausherrn. Hier raufgucken. Hier sind Bilder von Claude Monet. Und das ist ein Mädchen mit geschlossenen Augen auf der Seite. Hier eigentlich? Irgendwas, was aussieht wie ein kaputtes Aquarium. Ein Wasserbecken. Der Weg führt weiter. Die Stimme kam von dort drinnen, ne? Von dort drinnen. Hausherr. Hm? Kann ich nicht mehr hier verschwinden, oder was? Ist er da? Hat er Angst? Ist er einsam? Ganz sicher ist er einsam. Ich muss zu ihm gehen. Hausherr? Wo sind sie? Komm zu mir. Mein Herr, wo sind sie? Ich war so einsam gewesen. Ah, es tut mir leid, Hanagumori, aber es ist alles nur in Ordnung. Oh, ich hab dich doch gefunden. Ah, komm her. Komm zu mir. Geh nicht. Nein, tu es nicht. Geh nicht. Geh zurück, geh nach Hause. Komm nicht. Geh nicht zu ihm. Geh nicht. Oh, die Geister, ne? Nein, tu es nicht. Nein. Du geh nicht weiter. Tu nicht, was er will. Ich habe doch das Gefühl, als hätte ich was gehört. Aber schon okay. Der Hausherr wartet. Ich muss schnell gehen. Was in aller Welt? Am nächsten Tag, in irgendeiner Präfektur, hier tief in den Bergen. Also, Yosoda. Das Untersuchungsbüchlein habe ich dir gegeben? Hast du das genau angeguckt, die Unterlagen? Ja. Ich sollte vielleicht danach nochmal reingucken. Also mir geht das nicht aus dem Sinn hier, die Umgebung. Ich muss mir das mal genauer angucken hier. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um noch, ja? Du gehst schon mal vor. Allerdings geh nicht ganz tief hinein, ja? Es hat sich nicht verändert, offenbar. Ich sollte dort untersuchen, was mir am meisten auf dem Herzen liegt. Und das ist das Arbeitszimmer, ne? So, schwierige Bücher. Hier sollte doch der Geheimgang sein. Es öffnet sich nichts, bewegt sich nichts. Ist das irgendein Mechanismus? Da sind nur drei Bücher. Die sind Attrappen offenbar. Da ist ein Zahlenschloss. Ach. Okay, von links an haben wir hier drei Farben. Blau, Rot und Grün. Hat das eine Bedeutung? Blau, Rot, Grün. Blau, Rot, Grün? Wie ist denn das Rätsel hier erschienen auf einmal? Da sind die Flecken. Okay. Die haben wir ja alles schon gesehen. Hoppala, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich hier umgeschaltet. Das ist nichts, wo ich ein gutes Gefühl habe da. Kann ich auch nicht gucken, ne? Da ist der Zauberspiegel. Boah, widerlich. Ekelerregend. Ich gucke erstmal jetzt beim Mädel oben im Zimmerlein. Das Zimmer. Sieht aus, wie es früher ausgesehen haben muss. Nur jetzt ramponiert, ne? So. Das Zimmer war doch so schick und jetzt sieht es so schlicht und eklig aus. Eine verranzte Puppe. Sie ähnelt der Puppe, die sie aufgesammelt hatte. Ein angefangenes Buch. Und zwar der Sternprinz, sozusagen. Das Schloss an der Schublade ist kaputt.
Es tut mir leid, Hanagumori. Ich muss aber einen Blick reinwerfen. Oh. Ist das Hanagumori? Nein, Arisa ist das. Die hat das gezeichnet. Ich gucke, da stehen kleine Schriftzeichen. Ich muss irgendwann... Jetzt ist es vielleicht nicht möglich, aber irgendwann will ich die Welt draußen sehen. Und eine tolle Person kennenlernen. Als in der Situation, in der sie sich befanden hat hier, ne? Sie wusste genau, was Sache ist wahrscheinlich. Da ist noch was geschrieben. BRGL? RB3? 0? Kleiner als G, kleiner als B? Wett? Okay, das ist das Rätsel für das... in den Büchern, ne? Die Kritzeleien von Arisa. Blau, Rot, Grün. Blue, Red, Green. Zusammen 11. War auch die Reihenfolge so, ne? Ich muss jetzt die Ziffern rausfinden. Ernsthaft? Boah, sowas kann ich überhaupt gar nicht. Rechnen? Will das Spiel mir gerade klar machen, dass ich rechnen muss? Soll ich für dieses Spiel jetzt rechnen? Guck nochmal kurz. Blau, Rot, Grün tatsächlich. Boah. Rechnen. Muss ich mal kurz gucken. Blau, Rot, Grün. Ist also 11. Okay. Rot minus Blau, 3. Grün ist auf jeden Fall kleiner als Blau. Wie soll das denn gehen? Na, da muss man doch irgendwie, rechnen. Moment, ich versuche mal ein Gedankenexperiment zu machen. Also R minus B. Da könnte sein, dass, darf aber nicht... Warte mal. Wenn R zum Beispiel 4 ist und B 1, dann würde es aufgehen, ne? Aber B ist größer als G, also Blau ist größer als Grün, also muss B größer sein als 1. Moment mal. Oh, jetzt muss, das ist ja peinlich, das jetzt hier im Let's Play machen zu müssen, so zu rechnen. Ohne einen Stift und einen Zettel zu haben. Also ich muss es im Kopf machen. Wie könnte man das denn am besten machen? Darf ja auch nicht zu groß sein alles, ne? Was ist denn, wenn... Naja, das ist... Das geht nicht auf. Also, Grün muss größer sein als 0. Also, ab 1 ist eigentlich egal dann, ne? Kann 1 sein, 2, 3, 4, sonst was. Nur muss gucken, dass B und R zusammen... könnte man das denn machen? Wenn... Ich überleg grad. Wenn Rot... 7? 7, 4. Das würde aufgehen. Wenn das 3 ist. Aber das ist zu viel, ne? Nee, dann passt das nicht mit der unteren Größenordnung. Boah, ey, sowas kann ich überhaupt nicht. Sobald es mit Zahlen ist, dann, mein Kopf ist dann einfach nur noch... Kodes Chaos, das ist nicht mehr zu fassen. Aber es, doch, es kann aber in die Richtung gehen, ne? 7, 4... Aber dann hätten wir ja schon die 11. Das passt ja nicht. 6, 3, 2... Geht das? 6, 3, 2... Wird das gehen? 3, 6, 2... Würde 11 geben. 3, 6, 2. Bitte. Ah! Oh, Gott sei Dank. Das war ja ein Albtraum. Oh, da ist es, das Geheimzimmerchen. Ich sollte vielleicht erstmal zurückgehen zum Direktor mit ihm sprechen. Jo. So da. Hanagumori, bist du da? Ich
hab Angst. Hilf mir. Es ist so dunkel. Bitte komm. Warte. Ich komm schon. Ist sie da drinnen? Soda. Jo, Soda. Hilf mir. Hilf mir. Ich kann jetzt nicht zögern. Ich muss gehen. Aber lass mich doch speichern. Anagoni, bist du hier? Was ist denn hier los? Du Idiot. Ich konnte dich hierher ziehen, ja? Ich konnte es locken. Locken hierher. Geschickt hierher geholt, du! In die Falle sind wir geraten. Oh nein. Es scheint irgendwie einzugebrochen zu sein. Aber dieses Lachen eben. Kann es sein, dass... Der Weg ist mit Felsen versperrt? Kann es sein... Wurde ich hier eingeloggt? War das geplant, mich hier einzukesseln? Es war geplant, erstmal zu speichern. Das ist wie eine Liege für chirurgische Eingriffe offenbar. Und da ist eine Notiz drauf. Hat das der Hausbesitzer geschrieben? An irgendeinem Tag, in irgendeinem Monat? Addis hat dich schwer verwundet. Ein Kronleuchter ist bei dem Erdbeben auf sie gestürzt. Oh. Ihr... Ich dachte, die einzige Rettung, da ist ihr liebliches Gesicht, hat keine Wunde, aber das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Ich habe alles daran gesetzt, sie zu behandeln, doch Arm und Beine waren komplett zerstört. Sie waren in kleine Stücke zerfetzt, sozusagen. Die wird sie nie mehr nutzen können. Kann das nur sein? Ihr Zustand hat sich stark verändert. Sie wacht nicht mehr aus dem komatösen Zustand aus. Sie hält vielleicht nicht mehr lange aus. Ich habe überlegt, sie in das Krankenhaus am Fuße des Berges zu bringen. Aber ich würde es nicht ertragen, wenn andere Ärzte ihre Hände an sie legen. Adisa ist gestorben. Jedenfalls, ich muss irgendwas tun, dieses wunderschöne Mädchen. Ich kann sie nicht verlieren. Ich muss irgendwas finden, um sie zu behalten. Und ich habe alles dran gesetzt. Ich habe mir Gedanken gemacht und Bücher gelesen. Ich habe irgendwo mal was gelesen. Das Wissen, sie zu bewahren. Sie zu erhalten. Ich muss sie in dem kalten Keller. Das verschafft mir Zeit, wenn ich sie dort aufbewahre. Aber die heftigen Wunden an Arm und Bein. Das wird so nichts. Ich muss einen Weg finden, um ihre schöne Gestalt zu bewahren. Und so bin ich in die Stadt gegangen. Und dort hatte ich eine schicksalhafte Begegnung. Ein Mädchen hat am Wegesrand geweint. Anna Tanaka hieß sie. Und sie hatte ein Teddybär-Stofftier. Ja, hatte sie da bei sich. Und sie hat gesagt, das Stofftier wäre kaputt. Und ich habe es repariert mit meinem Nähzeug. Und sie hat mir lächelnd gedankt, dass ich sie anblickte, diese wunderschönen roten Augen. Und die Farbe der Gliedmassen des Bären. Wie sie kaputt waren, da kam mir der Geistesblitz. Ich habe gesagt, da sie kein Geld hat, ich werde mich drum kümmern und alles reparieren. Und so kam es dann eines zum einen. Ich habe eine Offenbarung gehabt. Dinge, die kaputt sind, verletzt sind, die sollten herbeigeschafft werden und zur Reparatur genutzt werden. Und ich habe mit Anna gesprochen. Und sie war ein sehr unglückliches Mädchen. Sie hatte Hunger. Deshalb habe ich sie zum Essen eingeladen. Sie war sehr glücklich und kam mit. Und wenn ich sie reparieren kann, dann kann ich sie auch verbessern. Ihre roten Augen. Die passen bestimmt perfekt zur weißen Haut von Adisa. Ich war so beschäftigt die letzten Tage, dass ich mein Tagebuch vernachlässigt habe. Die Informationen, die ich gesammelt habe. Ich habe zwei weitere Mädchen gefunden,
die wunderschöne Arme und Beine hatten. Ich habe sie genutzt für die Reparatur und sie abgeschlossen. Ach ja, und die Abfallbeseitigung, die war ziemlich anstrengend. Und die, die mir geholfen haben, die muss ich so schnell wie möglich auch kündigen. Die muss ich entlassen. Ich habe in Lehrwerken aus dem Ausland habe ich Informationen sammeln können, wie man Leichen entsorgen kann. Und habe auch diese Informationen genutzt für meine Experimente. Und nun ist mein ewiges Mädchen abgeschlossen, fertiggestellt. Und ich hatte das Gefühl, es würde nicht mehr passend sein, sie bei ihrem bisherigen Namen Alisa zu nennen. Deshalb habe ich mir einen neuen Namen ausgedacht. An dem Tag, als ich ihr das erste Mal gegenüberstand. Dort sah ich es, ja? Dieses weiß-silbern glänzende, dieser Frühlingshimmel. Und so habe ich sie Hanagumori genannt. Und da klebt ein kleiner Schlüssel, hängt da an der letzten Seite. Kleinen Schlüssel haben wir. Hierfür wahrscheinlich, ne? Der Schlüssel passt in die Tür. Gib es mir zurück, meine Beine! Der Geist ohne Beine, dieses Kind war... ohne Beine. Saori, Natsuki, Saori, Anna oder Arisa. Anna war die mit dem Augen. Natsuki war die... Bein... Ich weiß es gerade nicht. Saori? Scheinbar falsch. Ich hätte einmal, sollte einmal noch reingucken in die Unterlagen von dem Hausherrn. Ich glaube, dann ist es... Nee, dann ist es auf jeden Fall die, die sehr agil war und als Model oder sowas, ne? Natsuki. Du bist Natsuki, nicht wahr? Es tut mir leid, dass du lange nicht gefunden wurdest. Und so werden die Seelen der Geister hier erlöst. Ich kann kein Piano mehr spielen. Meine, das Pianospiel. Ein Geist ohne Arme. Oder ohne Hände, letztlich. Warte mal, hatte ich jetzt Natsuki oder Saori genommen? Natsuki? Ah ne, dann war Saori. Okay. Ich hab jetzt was. Saori war die mit dem, die Pianistin. Du bist Saori, nicht wahr? Gott sei Dank konnte ich dich jetzt endlich finden. Ich kann nichts sehen, ich habe Angst. Wo ist mein Teddybär? Wo? Ein Geist, wo die Augen kaputt sind, beide. Das war Anna. Du bist Anna, nicht wahr? Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Ist alles in Ordnung jetzt? Oh. Sag nichts. Ein Geist ohne Arme und Beine. Also nur Geister, nur Beine und Arme. Dieses Kind. Das ist dann Alisa, oder was? Du bist Alisa, nicht wahr? Das, was übrig geblieben ist. Du kannst dich nun beruhigen. Überlass den Rest mir. Dieses Kind ist gegangen. Ich konnte es aufhalten. Das Kind. Hanagumori? Halt es auf. Du bist... Du... Was... Hanagumori. Was denkst du darüber? Sie ist wie ein frisch geborenes Baby. Es weiß nichts. Es ist eine naive Existenz. Ich habe nie Groll gehegt gegen sie, aber lediglich... Dass sie einfach so stur und naiv Menschen geglaubt hat, das hat mich neidisch gemacht auf sie, womöglich. Hanagumori. Hier, ich hab Angst, dass was passiert.
Scherben, Dokumente. Du bist Hanagumori, nicht wahr? Aber du siehst aus wie etwas künstlich Erschaffenes. Das ist aber ziemlich unhöflich. Hab nicht solch eine Angst. Ich danke dir doch nur. Du bist nicht Hanagumori. Du bist nicht Hanagumori. Hanagumori. Hör auf, diesen Namen einfach so leichtfertig über deine Lippen gehen zu lassen. Sie gehört mir. Spricht sie nun? Beziehungsweise der Hausherr, der hier spricht. Der Hausherr spricht hier. Warum ist er denn in der Form von ihr? Also, du solltest ja jetzt mal Bescheid wissen, dass ich der Hausherr bin und nicht Hanagumori. Unterscheide das mal besser. Hast du denn die Geschichte schon gehört? Dass Dinge, die von ihren Besitzern wertvoll behandelt werden, dass da eine Seele drin ruht. Ne? Man spricht auch von Tsukumogami, also Geister, die in Gegenständen leben. Und ich bin sozusagen der echte Vater von ihr sozusagen geworden dadurch. Ich hatte sie so lange an ihrer Existenz festgehalten, dass sie nicht gefunden werden konnte. Und so hat sich irgendwie so die Achse verschoben, der Existenz letztlich. Aber durch dein Eindringen hier konnte die Achse wieder begradigt werden. Dank dir konnte es dazu werden. Flieh, Yosoda, ruft sie. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht in das Licht führen. Und nun spricht auch wieder der Hausherr. Eine perfekte, vollständige, ein vollständiges Gefäß. Eine perfekte Seele letztendlich. Ich habe alles endlich in meinen Händen. Okay. Was ist denn jetzt los? Was bist du? Gitti geht's. Und? Wie gefällt dir das Schöne? So schön ist es nicht irgendwie. Monster! Hanagumori. Hanagumori war immer so glücklich, als sie über sie gesprochen hat. Sie hat sie geliebt und dennoch, obwohl sie sie geliebt hat, so sehr im Herzen hatte. Hast du sie betrogen? Wie kann man nur so egoistisch sein und aus eigener Selbstliebe so handeln? Was hast du denn für ein hässliches Gesicht? Du bist ja wohl das Monster hier. Oh, was ist jetzt los? Ja. Hana, Yosoda. Stop. Bist du gerade im Begriff, dein Menschsein über Bord zu werfen, Yosoda? Ah, Direktor. Bleib ruhig. Ich sag dir das immer, ne? Ruhig bleiben. Dein Faden brennt uns durch. Entschuldigung, Direktor. Nun, die Beschwerden wirst du kriegen, wenn wir zu Hause sind. Ich habe mir das Anwesen noch weiter angeguckt, die Umgebung. Du hast eigentlich einige Menschen auf dem Gewissen, nicht wahr? Und deshalb bist du so fett aufgequollen. Nun, für so ein großes Kaliber brauche ich ein bisschen Vorbereitungszeit. Eigentlich wollte ich dich aus dem Schatten her heimlich erledigen. Aber dann ist sie ja mein Begriff, hier auszurasten, ja? Ganz plötzlich. Nun, aber dazu ist es gekommen. Jetzt hab auch die Verantwortung dafür. Yosoda. Also, ne? Dann sei mal mein Lockvögelchen derweil. Oh, verdammt, was? Ey, wir dürfen mal speichern. Kommst du zum großen Kampf? Flieh eine Minute lang. Ach. Ah, die Schatten kennen wir doch auch aus den anderen Spielen von dem Entwickler. Okay, ich darf ihn nicht stören. Sollen wir aber hier stehen bleiben? Ne, da kommen noch mehr. Oh, oh. Schön in den Ecken hocken, aber die verfolgen mich, ne? Und da ist einer relativ schnell. Upsala. Oh! Herrje!
Okay, wir haben die Herzen. Okay. Wir können mehrfach getroffen werden. Sei denn, da ist einer relativ fix zugange. Am besten immer am Rand gehen, wobei, das wird jetzt schwierig. Boah, 15 Sekunden gleich noch. Es werden immer mehr. Ah, sie verschwinden auch wieder. Gott sei Dank. Nee, nee, lass mich mal los hier. Los hier hin. Oh, 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 oh. Ja, wir haben es geschafft. Oh. Oh, verdammt. Sie haben mich umzingelt. So, sehr gut gemacht, Yuzura. Den Rest überlässt du mir. Metz! Zerstörung. Vernichtung. Auslöschung. So wurde der Geist vertrieben. Hanagumori! Hanagumori. Yuzura, es tut mir leid, ich... Du musst dich nicht entschuldigen. Aber es tut mir leid. Ich sollte nicht hier sein. Was sagst du da, Yuzura? Erinnerst du dich, als wir von Wiedergeburt gesprochen haben? Ja. Auch wenn ich kein Mensch bin, denkst du, ich kann wiedergeboren werden? Ja. Du wirst wiedergeboren und dann kommst du und triffst mich wieder, ja? Ich warte auf dich. Also dann, wirst du mich dann heiraten? Ah, nun, der Altersunterschied ist ein bisschen problematisch vielleicht. Du hättest doch jetzt wenigstens lügen können und ja sagen können. Mann, dir fehlt echt der Sinn dafür. Aber dank. Ich hab ein bisschen Angst, ein wenig schlafen will ich. Hab keine Angst mehr jetzt zu gehen. Auf Wiedersehen, Yuzura. Wir sehen uns wieder. Irgendwann. Und wenn niemand mehr da ist, der über sie sich um sie kümmert, ist sie so, der hat sie diese Gestalt angenommen. Dass das, was es ja wurde, letztlich. Was machen wir mit diesen Knochen? Wir werden sie mit den Knochen der anderen, der restlichen Leichen der verstorbenen Mädchen zusammentun und den Familien zurückbringen. Und was ist mit Hanagumori? Wer wird sie beerdigen und wer wird trauern um sie letztendlich? Wer trauert um sie? Nun, wir sollten unser Herz nicht zu sehr in diese Sachen stecken. Also, vertu dich bitte nicht. Das ist jetzt hier nicht mehr unsere Arbeit. Aber ich... Vielleicht bist du doch zu nett, um diese Arbeit zu tätigen. Womöglich. So, und ja, es kam dann die Polizei am Folgetag angereist und es wurden viele Menschenknochen gefunden. Und es wurde klar, dass es das mit den vermissten Fällen von der Vergangenheit zu tun hatte. Und ja, es hat einen großen Tumult in den Medien auch für gesorgt. Aber der Name Hanagumori fiel kein Mal in den Medienberichterstattung. So, also, nominal gesehen kann man jetzt sagen, dass du als Festangestellter da wirst du auch ein Gehalt kriegen. Das wird ein bisschen steigen, ne? Aber du bist ja noch ein kleines Küken, du bist ja noch gar kein Ausgewachsener, du, ne? Also, aber das solltest du immer noch vergessen. Ne, nicht vergessen, ne? Das muss mir nicht noch öfters sagen hier. Also, auf zum nächsten Auftrag, ja? Das ist aber jetzt ziemlich weit entfernt, ne? Nun, ich bin auch schon ein bisschen älter, ne? Deshalb, die weiten Reisen da, die würde ich dir doch am liebsten aufdrücken. Jetzt habe ich extra mir ein Haus gemietet und jetzt komme ich nicht mehr nach Hause, weil ich so weit weg muss.
Es soll immer ein sehr hübscher Ort sein, ja? Also du kannst es auch mal als kleinen Urlaub, als Verschlusspause sehen, ne? Und jetzt ist auch die Zeit für die Sakura-Kirschblüten. Kannst du dir also angucken. Ich bring dir aber bestimmt kein Souvenir mit. Was? Direktor, vielleicht kann es da sein, dass wenn ich irgendwann wirklich selbstständig bin, erwachsen bin, dass ich dann irgendwann auch böse Geister, ein oder zwei davon, vernichten kann? Selbstverständlich. Du musst natürlich aber dein Bestes geben. Dich anstrengen. Das wünsche ich mir. So zieht es ihm zum nächsten Auftrag. Und dort sind nun die Kirschblüten am Fliegen. Und über uns der Himmel womöglich. Hanagumori. Leichte Bewölkung. Oberhalb des Kirschblüten-Prachtspiels. Ein Windstoß. Hanagumori to Yozora. Die Einblendung des Titels lässt mich vermuten, dass es das vielleicht schon gewesen ist. Der Fall ist abgeschlossen und damit reist unser Protagonist weiter zum nächsten Fall. Schönes kleines Abenteuer mit einer ziemlich deepen Story fast schon, die mehr erhoffen lässt, als wir jetzt präsentiert kriegen. Also vielleicht geht es auch ein wenig weiter. Ich hatte ja kurzzeitig überlegt, ob der Direktor nicht Naki gewesen sein kann aus den anderen Teilen, um da vielleicht irgendwie den Bogen ganz rumzuspannen. Aber vielleicht ist es auch was Eigenständiges. Etwas, was potenziell vielleicht in der Zukunft noch weitere Teile kriegen kann. Von den Charakteren war es auf jeden Fall ganz schön gemacht. War jetzt nicht allzu anspruchsvoll, das muss man natürlich auch sagen. Jetzt kein großer Kampf am Ende gewesen, man musste einfach nur fliehen, aber davon abgesehen, was will man sonst noch erwarten, ja? Für ein händisch schön selbstgemachtes Spielchen hier. Sehr, sehr schön. Gute Illustration. Optisch gut aufbereitet. Und wie gesagt, schön verpackt die Geschichte dargeboten. Und Shinron, du hast uns wieder glücklich gemacht. Mit dieser leicht traurigen Geschichte vor allem auch, ne? So. Und vielleicht kriegen wir auch noch einen kleinen Abschluss. Vielleicht schon eine kleine Dreingabe hintenher. Nee, der Blick hier. Noch einmal in dieses Menü, ihr lieben Leute, das wär's gewesen. Mit Hanagumori to Yozora. Vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt könnt ihr euch nochmal ein Bild machen, eure Gedanken nochmal ordnen und vielleicht ein kleines Feedback in Kommentarform hinterlassen und mit einem erhobenen Daumen dann gehen. Womöglich, das wär schön. Falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, macht das auf jeden Fall. Aktiviert die Glocke, denn es wird noch viel, 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 viel mehr japanische Indie-Horror-Games geben und allerlei Dinge noch auf diesem Kanal, das verspreche ich euch. Und ja, das war's gewesen. Mehr kann ich nicht sagen. Also dann, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Projekt. Passt auf euch auf, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.